Zu Pietro Lombardis Markenzeichen gehört definitiv seine Kappe, die er immer trägt. Jetzt enthüllt der Sänger die Wahrheit hinter seinem Lieblingslook. Pietro Lombardi findet sich ohne Cap hässlich. Der einstige DSDS-Sieger tritt im TV und auf Social Media eigentlich immer sehr selbstbewusst auf. Doch der frischgebackene Zweifachpapa, dessen Verlobte Laura Maria Rücker seinen zweiten Sohn zur Welt brachte, hat auch mit Komplexen zu kämpfen. Wie er jetzt während seines Auftritts bei Deutschland sucht den Superstar verriet, findet sich Pietro ohne sein Markenzeichen Basecap nämlich gar nicht gut aussehend. Ohne Cappy bin ich Top 3 der hässlichsten Menschen in Deutschland. Zuvor hatte der DSDS-Juror, der seit kurzem wieder an der Seite seines Kumpels Dieter Bohlen die Kandidaten der Castingshow bewertet, sein heißgeliebtes Cap einem Kandidaten geliehen. Doch ohne Mütze wollte der 30-Jährige dann doch nicht gesehen werden. Hat man ein zweites Cappy für mich? Fragte Pietro das DSDS-Produktionsteam. Als keine Kopfbedeckung gefunden wurde, bat er darum, ihm doch bitte in der Nachbearbeitung einen Hut auf den Kopf zu retuschieren. Scherzhaft begründete Pietro seinen Wunsch. Sonst verlässt mich meine Frau. Doch Laura Maria Rücker, die gerade erstmals Mutter geworden ist, hat derzeit sicherlich ganz andere Sachen im Kopf.